Wir alle kennen das ja, egal ob man im Außendienst ist, beruflich viel im Auto unterwegs ist oder tatsächlich einfach mal nach Kroatien, Italien, weiß ich nicht, Südafrika mit dem Auto fahren will. So eine Fahrt, die kann richtig in die Knochen gehen. Der Rücken fliegt einem um die Ohren und das ist natürlich die Frage, was kann ich tun, damit es alles ein bisschen rückenfreundlicher vonstatten geht. Also, man sollte natürlich darauf achten, dass ein Auto irgendwie zumindest ein bisschen verstellbar ist, was den Sitz angeht. Nicht zu nah dran, das ist mal das Erste. Also bei meiner Körpergröße manchmal ein bisschen schwierig, weil ich das Gefühl habe, ich würde gerne noch ein Stück nach hinten, also jetzt maximal nach hinten so. Dann den Sitz in der Höhe natürlich so verstellen, dass man nicht ganz so oben an der Decke hängt, aber ich will natürlich noch genug sehen. Wenn ich jetzt so drunter hänge, auch schlecht. Also so, dass man sagt, okay, das passt. Jetzt fühlt es sich auch schon ganz gut an. Lenkrad ist für mich noch zu hoch. Das würde ich ein bisschen runter machen. Erstens würde ich die Armaturen anständig sehen und zweitens so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit die Schultern so hochziehen. Also wenn ich die ganze Zeit so sitze, ist halt schwierig. Also ein bisschen locker so. Und dann, ganz wichtig, sind die 90 Grad plus bei der Rückenlehne. Also am besten sagt man ja so 100 Grad. Also nicht so, sondern... Und aber nicht so, sondern halt so 100 Grad. 100 Grad sind quasi, das sind ja ein rechter Winkel und ein Tick mehr, nur ein Tick mehr. Und natürlich immer darauf achten, dass es einrastet, ne? So. So habe ich das Gefühl, jetzt kann ich sogar noch einen Ticken ran. Italien, hier komme ich. Also das fühlt sich schon ganz gut an. Wobei man auch sagen muss, nichts, wirklich nichts ist so gut wie körperliche Bewegung. Also wirklich reichlich Pausen machen, schon während des Fahrens auch immer ein bisschen durchkneten, aber so, dass man natürlich noch sicher Auto fährt und in den Pausen dann auch ruhig mal den Rücken ein bisschen durchstrecken, ein bisschen spazieren gehen. Also nicht auf Teufel komm raus, irgendwie 6 Stunden am Stück durchballern, sondern in Ruhe wirklich schauen, komm, mach ein Päuschen, dehn mich ein bisschen, auch die Beine, alles, was man sozusagen von unten hochdehnt, das ist auch Gold für den Rücken. Und dann wird es auch was mit dem Italienurlaub. So läuft's.